Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie und wie ihr seht, haben wir drei wunderschöne Wochenkarten für die kommende Woche vor uns. Angefangen mit der Guinevere, da geht es um wahre Liebe. Die romantischen Regungen deines Herzens haben das Universum dazu bewogen, dir große Liebe zu bringen. Ist es nicht wunderschön? Wer wünscht sich das nicht? Die wahre Liebe. Das Universum sagt allerdings natürlich gleich zuallererst dazu, das Allerwichtigste für jeden und jede Person ist schlicht und ergreifend, dass man sich zuallererst selbst liebt. Ja, dass man sich zuallererst wirklich komplett durchleuchtet und sagt, was denke ich über mich, wie fühle ich mich im Zusammenhang mit mir selbst, fühle ich mich wertvoll, fühle ich mich geliebt, fühle ich mich einfach liebenswert. Ja, das sind so Dinge, die man sich unbedingt befragen sollte, denn viele Probleme, die man hat in Bezug auf Partnerschaften oder ja, angehende Partnerschaften oder zu suchende Partner sozusagen, die hängen oft damit zusammen, dass man einfach selber ein sehr verschobenes Bild von sich selbst hat, gefühlstechnisch, dass man wirklich denkt, man wäre eben gerade nicht besonders liebenswert, man wäre es nicht wert oder es gibt immer nur Schlechtes da draußen so ungefähr und man hat viele Erfahrungen, die man da sich hernimmt und sagt, naja, wann soll überhaupt irgendjemand so gebacken werden oder gebacken worden sein, der für mich passt und der ehrlich, aufrichtig, bla, blups, alles Mögliche ist, was man sich da so vorstellt. Gibt es einen ganzen Katalog mit Sicherheit. Und da kommt man dann immer so ein bisschen ins Zweifeln. Beziehungsweise fängt man schon mit dem Bezweifeln der eigenen Person, der eigenen Liebenswürdigkeit oder, ja, wie soll ich sagen, des eigenen Wertes sozusagen. Da kommt man schon ein bisschen ins Trudeln. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch wirklich befragt, was denkt ihr über euch selbst? Liebt ihr euch selbst? Fühlt ihr euch wirklich liebenswert? Ja, denn wenn dann das nicht der Fall ist und ihr dann irgendwie sagt, naja, geht so und ich brauche jemanden, der mir zeigt, dass ich liebenswert bin, dann geht es schon los. Dann ist das schon nicht mehr so toll. Ja, deswegen sagt das Universum, Leute, ihr braucht im allerersten Gedanken eigentlich überhaupt gar keinen Partner, grundsätzlich schon mal, um romantische Gefühle zu fühlen. Es ist grundsätzlich wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr zuallererst mal übt, euch selbst zu lieben, dass ihr euch selbst behandelt wie euer Wunschpartner oder euer Traumpartner, euer wahre Liebepartner sozusagen. Dass ihr euch selbst wirklich alles gönnt und lacht, Spaß habt, dass ihr wirklich in der Natur draußen seid. Und ich meine, das klingt immer so ein bisschen so nach, ne, das ist ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen, so quasi, was hat jetzt die Natur damit zu tun oder ob ich jetzt lache oder nicht lache oder wie auch immer. Aber wenn ihr euch selbst um euch kümmert, und zwar ganz, ganz, ganz liebevoll und mit viel Freude um euch guckt, wertschätzend seid für das, was ihr bereits habt und so weiter, dann seid ihr unfassbar anziehend für andere Personen. Wenn ihr in euch ruht und wirklich euch selbst seht, wie euch eigentlich andere sehen sollten oder wie ihr euch das wünscht, dass andere euch sehen, dann ist es so, dass andere euch auch so sehen können. Ja? Und je besser ihr euch um euch selbst kümmert, je besser ihr Spaß habt und Freude habt und euch an Dingen erfreut, euch wirklich um euch kümmert, ihr euch selber auch wichtig seid im richtigen Sinne, ja, nicht egoistisch, das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern wirklich euch im richtigen Sinne um euch kümmert und euch wichtig seid, genießt, wertschätzt, liebt, andere Leute liebt, ja, also es kommt nicht darauf an, was andere über euch denken, sondern es kommt darauf an, was ihr über andere denkt. Ja, dass die Dinge von euch ausgehen. Ja, die Frau auf dem Bild ist hier, die Guinevere ist hier zu sehen mit Blumen. Die seht einfach, was schöne Dinge und Menschen und Situationen euch umgeben. Betrachtet das mit liebenden Augen. Je mehr ihr das könnt, je mehr ihr wirklich in eurer Mitte seid, desto attraktiver und anziehender seid ihr für alles Gute um euch herum.
Das heißt, die Tatsache, dass ihr dann euch gar keine Gedanken mehr machen müsst, dass jetzt irgendwas Blödes auf euch zukommt oder jemand, der überhaupt gar nicht zu euch passt oder beziehungsweise euch wieder enttäuscht oder rauf oder runter. Nein, je besser ihr wirklich mit euch selbst seid, desto besser zieht ihr an. Ja, das war wieder so aus der Ecke gesetzte Anziehung, ihr Lieben. So ist es nun mal. Und je schlechter ihr mit euch seid, je schlechter ihr euch selber seht, je weniger euch mögt, desto mehr zieht ihr natürlich auch Menschen an, die dazu passen, die euch dann schlecht behandeln, die euch das wiederum spiegeln müssen. Also, das aus dem Universum, ihr Lieben. Bitte schön. Versucht erstmal, bevor ihr euch da groß auf die Suche macht oder ganz verzweifelt, gefunden werden wollt von irgendjemandem oder ganz verzweifelt darauf wartet, dass euer Partner sich da verbessert. Fühlt euch bitte mit euch selbst erstmal super und gut und liebenswert und wertvoll. Seht euren Wert. Ja? Wichtig, ganz, ganz wichtig. Und da braucht ihr niemanden dazu, sagt das Universum. Sondern da geht ihr mit euch selbst um. Ihr könnt fühlen, was ihr fühlen wollt. Da ist niemand anders dafür verantwortlich. Ihr müsst nicht erst irgendjemanden haben, der euch ein tolles Gefühl gibt, um euch toll fühlen zu können. Das ist ein Trugschluss. Das tolle Gefühl muss zuerst da sein. Und zwar über euch selbst. Ja? Also ich hoffe, das kam jetzt an, ihr Lieben. Ganz, ganz wichtig, gerade für diejenigen, die verzweifelt nach irgendjemandem suchen. Ja? Die zweite Karte kommt da zur Hilfe mit Triumphierend. Da geht es eben darum, dass ihr natürlich gewisse Vorstellungen habt, wie euer Leben auszusehen hat, auch gerade in Bezug auf das Thema Liebe, Partnerschaften und so weiter und Selbstliebe. Und alles, was da im Weg steht, stellt ihr euch quasi selber in den Weg. Durch negative, wie soll ich sagen, Erwartungen, durch alte Geschichten, die ihr immer wieder hochzieht und euch irgendwo immer wieder daran erinnert. Das, was ihr euch selber in den Weg stellt, sozusagen. Aber triumphierend, die Karte steht dafür, dass die geistige Welt euch hilft, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dass ihr natürlich aber euch bitte auf die Dinge konzentrieren sollt, die ihr haben wollt und leben wollt. Nicht auf das, was ihr nicht haben und leben wollt. Ja, weil ihr wieder irgendwo in der Vergangenheit seid, ja, und dann der, die oder das war aber ganz fürchterlich zu mir und da habe ich das erlebt, das war schrecklich und das will ich nicht mehr erleben, also möchte ich jetzt bitte was Neues und ja, genau, das Neue. Was wollt ihr Neues? Schreibt es euch auf, was wollt ihr Neues? Wie soll das aussehen? Also wie fühlt ihr euch mit dem Neuen? Ja, ganz wichtiger Punkt. Und darauf solltet ihr euch bitte konzentrieren. Die dritte Karte sagt's, Vorstellung. Was würdest du sehen, fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr wird? Weil im Prinzip ihr selbst die Meister eurer Realität seid. Ihr seid die Kreateure eurer Welt. Also, wer wirklich die gesamte Bandbreite des Ganzen oder die Tragweite des Ganzen verstanden hat, der weiß, dass er sich bloß noch auf das konzentriert, was er haben und leben will. Denn das kommt dann automatisch. Also fühlt euch ein, stellt's euch vor. Wenn es euch gut geht, stellt's euch vor. Nur wenn es euch gut geht, bitte. Stellt euch vor, wie sich das anfühlt, eure ideale Beziehung. Ja? Egal, ob ihr den Menschen schon kennt oder nicht. Wie fühlt sich eure optimale, wundervolle, wahre Liebe an? Und je besser es euch geht, desto mehr könnt ihr da ins Detail gehen mit eurer Vorstellung. Ja? Ein kleiner Hinweis für euch und für die kommende Woche und für die kommende Zeit, ihr Lieben. Dabei wünsche ich euch super viel Spaß. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf ein Like, über ein Like, über ein Abo und auf euch, wenn ihr wollt, nächste Woche. Tschüss!